Chaos der Kriege zerbrach die Welt und die alte Zivilisation der Baumeister ging unter. Heute, lange nach der Katastrophe, ist die alte Welt nur noch eine Legende. Die wenigen Überlebenden haben sich auf den schwebenden Trümmern des Planeten niedergelassen, die langsam durch das endlose Meer der Wolken treiben. Nomaden sind sie, rastlose Abenteurer auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Sie kamen vom Grauen Markt. Drei Freunde, Nomaden, Abenteurer. Susie, Goliath und John. Sie waren die Besten weit und breit, wenn es um heikle Aufträge ging. Trevane, der alte Halsabschneider, hatte ihnen einen Tipp gegeben. Eine geheimnisvolle Insel im Gebiet der Wächter. Schwer bewacht, sehr gefährlich. Aber es lockte reiche Beute. Ein Artefaktlager der Baumeister. Damit hätten die drei Abenteurer für immer ausgesorgt. Obwohl Trevane natürlich seinen üblichen Anteil abziehen würde. Es ging auch alles glatt, bis plötzlich ein Geschwader von Jägern aus den Wolken auftauchte. So, und damit heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name. Und wir schauen uns im Rahmen eines neuen Durchgenudels das Spiel Project Nomads an. Ein Spiel, das im Jahre 2001 rausgekommen ist. Ne, Moment, Entschuldigung. Im Jahre 2002 rausgekommen ist. Gibt's für macOS und Windows. Hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. Und ich bin wirklich froh, dass ich es zum Laufen gekriegt habe. Nach einigen Versuchen hat es dann doch funktioniert. Denn tatsächlich habe ich das Spiel schon einmal gespielt, als ich ein kleiner Bub war. Wie der Julian wohl sagen würde. Ich schätze, es war im Jahr 2003, 2004, also kurz nachdem es eigentlich released worden ist. Und es hat mich wirklich begeistert. Und wir schauen mal, ob das Spiel mich heute immer noch begeistert, beziehungsweise euch auch begeistern kann. Vielleicht kriegt ihr es ja, wenn ihr Gefallen daran habt, irgendwo aufgetrieben und auch selber zum Laufen. So. Nun aber zum Spiel. Wir sind hier die Susie, die im Intro schon vorgestellt worden ist, die in einen Hinterhalt geraten ist und auf dieser einsamen Insel notgelandet ist. Einer Insel inmitten einer Welt, die explodiert ist oder auf jeden Fall kaputt gegangen ist und nun in Form der hier zu sehenden Trümmer umherschwebt. Da kommen wir nicht hoch, habe ich den Eindruck. Unsere beiden... Okay, eine kurze Cutscene. Was ist passiert? Wer hat mich geweckt? Du. Ich bin dir sehr dankbar, Nomade. Vor langer Zeit wurde ich von den Wächtern hier eingesperrt. Endlich bin ich wieder frei. Zum Dank werde ich dich reich belohnen. Folge mir. Okay, da kann sich offensichtlich teleportieren. Auf jeden Fall sind unsere beiden Kumpanen hier... Naja, die haben es nicht überlebt, um es mal so zu formulieren. Zu Beginn des Spiels kann man tatsächlich zwischen den drei Protagonisten wählen. Ich habe mich an dieser Stelle für die Susie entschieden. Und ja, die anderen beiden sind tot. Was ich hier gerade gemacht habe, das ist unser Jetpack. Da ist die Anzeige unten links, wie ich annehme, in blau dargestellt. Und mit dem können wir hier ziemlich große Sprünge
zurücklegen, was ich selber schon wirklich cool finde. Ich wünschte, ich hätte selber solch einen Rucksack. Zusammen werden wir diese fliegende Insel in ein mächtiges Schlachtschiff verwandeln. Wir werden deine Freunde aus den Klauen der Wächter befreien, bevor es zu spät ist. Die Wächter werden meinen Zorn spüren für das, was sie mir angetan haben. Das ist dein Leuchtturm. Wenn er zerstört wird, bist du verloren. Das sind die magischen Artefakte der Baumeister. In den Kristallen ist das alte Wissen gespeichert. Nichts in der Welt ist kostbarer. Gebrauche sie geschickt und weise. Wenn du ein Artefakt aufnimmst, ist es in deinem Gürtel. In deinem Gürtel ist Platz für 3 Artefakte. Laufe über das Artefakt, um es aufzunehmen. Nun, da haben wir uns wohl geirrt. Unsere beiden Freunde, die sind nicht tot, die wurden gefangen genommen. Und offenbar haben die Wächter dem hier auch einiges zugetan. Oder vielmehr angetan. Tja, aber wer genau das ist, wissen wir auch noch nicht so recht. Das wird sich wohl noch zeigen. Wir nehmen mal das Artefakt. Sehr gut. Dieses Artefakt wird einen Wachturm erschaffen. Aktiviere das Artefakt. Entfessle die schlummernden Kräfte. Okay, also ein Wachturm. Und ein, was war das, ein Leuchtturm, den wir haben? Der sieht sehr eigenartig aus. Können wir da eigentlich hoch? Also ihr seht schon, ja tatsächlich, wir können den Leuchtturm offenbar benutzen. Ich weiß noch nicht genau wie. Oh, nicht runterfallen. Das wird wahrscheinlich noch erzählt. Ist ja ganz nett gemacht, wie das Tutorial hier in die Story eingebaut worden ist. In das Intro gewissermaßen. Ihr seht schon, ich habe das Spiel vor längerer Zeit gespielt. Ich habe auch keinen Plan mehr, wie das funktioniert. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie ich den Wachturm hier aktiviere. Habe ich da eventuell einen bestimmten Platz, wo ich den positioniere? Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Probieren wir mal E. Oder 1, 2, 3, nein, Q, F vielleicht noch, das wären ja so die typischen Tasten fürs Benutzen. I, Inventar, oh, I, da kann ich offenbar runterschauen. Ne, Moment, da habe ich meine Kamera über die Position, also über die Person positioniert, okay. Bringt mir jetzt aber auch nicht sehr viel. Wie mache ich denn diesen Wachturm hier? Kannst du mir hier nochmal helfen? Sag mal was. Dafür, dass du ein Geist oder so bist, kann ich nicht durch dich laufen. Das irritiert. Die Sonne ist auch schon ziemlich steil. Wir haben einen heftigen Schlagschatten. Tja, und woher diese Wächter kamen, das ist natürlich auch fragwürdig. Klar, es war ein Hinterhalt. Wir sind hier im feindlichen Gebiet, aber naja, wir gehören ja zu den 3 Besten. Ich nehme mal an, dass man sich da ausgiebig vorbereitet hat. Jetzt möchte ich doch gerne wissen, wo ich dieses Artefakt setze oder habe ich da was nicht mitbekommen. Wir spielen das nebenbei am PC. Ich probiere jetzt einfach mal die Tasten durch. Okay, das war I. Was haben wir hier? Oh, das ist eine interessante Perspektive. Gut, wir können unseren Charakter leider nicht von vorne sehen. Ach, sieh an, okay. Da können wir die Kamera um die Person herumdrehen. Hat nebenbei die gleiche Tastenbelegung wie WASD, nur ein wenig versetzt. Das wird uns vielleicht noch von Nutzen sein. Für später.
könnt ihr euch ja dann überraschen. Lassen Sie an. Enter ist des Rätsels Lösung. Dann drücken wir nochmal Enter. Okay. Nochmal. Bauplatz blockiert. Na, da stehen wir dann wahrscheinlich im Weg. Dann gehen wir doch mal zur Seite. Also, Enter. Und platzieren. Super. Das hat ja wunderbar funktioniert. Wie aus dem Nichts entsteht dieses Gebäude. Sehr gut. Benutze den Wachturm, um deine Insel zu bewegen. Im Wachturm kannst du Navigationspunkte anwählen und ansteuern. Navigationspunkt verfügbar. Alles klar, dann benutzen wir doch den Wachturm. Viel gibt es hier noch nicht zu tun. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Reparieren und benutzen. Na dann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich dich hier benutze. Ist das gewollt? Offenbar. Das habe ich schon gedacht. Wir haben hier die Insel auseinandergebrochen. Das wäre nicht so geschickt. Okay. Naja, wir können dich auch abschalten. Verstehe. Naja, okay. Ich muss mal ein wenig mit der Steuerung vertraut werden. Gut, benutzen wir nochmal den Wachturm. Was, Gürtel leer? Nein, das wollen wir nicht. Und hier deaktivieren. Nein, Quatsch, aktivieren. Steuerst du das Ganze jetzt auch von alleine? Okay. Der folgt offenbar automatisch dem Navigationspunkt. Hoffen wir mal, dass wir da hinten nichts vergessen haben. Na, kommen wir hier nicht hoch? Sehr gut. In diesem Artefakt ist ein mächtiger Geschützturm gespeichert. Verteidige deine Insel mit den Geschütztürmen. Jedes Gebäude benötigt Energie. Ohne Energie bist du hilflos. Sammle diese Energiekugeln auf. Vernichte die Angreifer. Da sind sie auch schon, die Gegner. So, Energiekugeln aufgesammelt und mittlerweile wissen wir auch, wie es geht. Wir wollen den platzieren. Jetzt können wir auch angeben, wo. Ich würde mal behaupten, an der Front wäre ganz geschickt. Die Frage ist nun, ob wir... Nein, den müssen wir wohl manuell bedienen. Oha! Erst einmal reparieren. So. Wo sind unsere Gegner? Nein. Versuch es noch einmal. Wenn ein Gebäude zerstört wird, bleibt das magische Artefakt zurück. Benutze das Artefakt, um ein Gebäude wieder aufzubauen. Alles klar. Also dann noch einmal. Die Gegner hier hauen ja ziemlich mächtig rein. Positionieren wir dich hier. Oh, komm, jetzt hoch. Vernichte die Angreifer. Ich versuche es. So, hier rein. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? War da gerade einer? Nein, doch, da. So, jetzt aber. Nein, nein. Du sollst da drin bleiben. Du sollst da drin bleiben. Du musst doch das Gebäude benutzen. Und bitte nicht missbrauchen. So, jetzt hier, geh down. Der erste ist down. Da sieht man schon die wesentlichen Spielelemente. Gameplay-Elemente. Sehr gut. Hier hast du eine Belohnung. Zerstöre die Gebäude deiner Feinde, um neue Artefakte zu erobern. Denk daran. Du kannst über all deine Waffen und Fahrzeuge direkt verfügen. Nun wird es Zeit. Auf zum Grauen Markt. Wir haben viel zu tun, Nomade.
Am Grauen Markt kannst du deine Insel weiter ausrüsten. Ich meine natürlich Gameplay-Elemente. Das Spiel setzt sich ein wenig zusammen aus Shooter-Elementen, dem Basenbau, mit dieser mobilen Basis hier. Und ich würde schwer wetten, dass es auch ein paar Rollenspielelemente gibt. Zumal wir hier den Charakter haben, dass wir den wohl irgendwie aufwerten können. Positionieren wir einen noch am hinteren Teil der Insel. Ich sehe gerade das andere Geschütz nicht und frage mich, doch da hinten steht es noch. Okay. So, dann wollen wir uns auch zum Grauen Markt aufmachen. Da werden wir wohl zum zum Wachturm gehen. Doch zuvor schauen wir noch in den Leuchtturm hinein. Den können wir nur reparieren. Gut, das ist dann eben unser Hauptgebäude, das wir nicht verlieren dürfen. Andernfalls könnte ich mir vorstellen, dass die Insel abstürzt. Wohin auch immer das genau sein soll, denn die anderen Insel schweben da ja auch herum. Wie aus dem Nichts, gewissermaßen. Nein, nein, du sollst funktionieren. Und wir werden sicherheitshalber schon mal zum Wachturm vorgehen. Der Graue Markt. Trevane, ein alter Nomade, hatte sich dort nach seinen Reisen zur Ruhe gelassen. Er lebte seither vom Handel mit Artefakten. Für den richtigen Preis konnte man dort alles bekommen oder verlieren. Doch der einst lebhafte Markt bot ein seltsames Bild. Düster und leer. Die Stimme des Sprechers kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine die deutsche Synchronisationsstimme eines bekannten Schauspielers, dessen Name mir jetzt aber auch leider nicht einfällt. Was haben wir hier? Okay. Auf jeden Fall eine super Sprecherstimme. Dann gehen wir mal zum Grauen Markt hier rüber. Ich finde ja die Libellenflügel, die unsere Susi da hinten auf dem Rücken hat, mit dem Rucksack. Die sehen ziemlich schick aus, ein bisschen elfenmäßig. Oder feenmäßig vielmehr. Du, was hast du getan? Die Wächter haben eine Blockade um den Markt errichtet und bereiten einen Angriff vor. Gegen die Flotte der Wächter haben wir keine Chance. Wir sind verloren. Das ist nur deine Schuld, du Elender. Ein Baumeister. Seid gegrüßt, lieber Herr. Es ist lange her, dass ich einen aus eurer Gilde gesehen habe. Ich würde euch helfen, aber die Wächter... Wir werden dir helfen, Trevane. Es gibt nur eine Lösung. Die Macht der Wächter muss gebrochen werden. Du wirst gegen ihren Anführer Seraphim antreten und seine Festung zerstören. Mit meiner Hilfe wird es gelingen, deine Freunde aus Seraphims Klauen zu befreien. Vielen Dank, edler Herr. Nomade. Du musst durch die Piratenschlucht in das Reich der Wächter eindringen. Von dort musst du dir den Weg zum Atanoa erkämpfen. Aber zuerst schau dich um. Nimm dir aus meinem Artefaktlager, was du brauchst. Statte deine Insel gut aus, sonst hast du keine Chance. Einen Flugzeughangar musst du dir selbst besorgen. Über die Bezahlung reden wir später. Du bist ganz auf dich alleine gestellt. Niemand weiß, was dich in der Piratenschlucht erwartet. Gebrauche die Macht der Artefakte klug und weise, Nomade. Dann wirst du erfolgreich sein. Viel Glück, Nomade. Ich erwarte dich hier. Nun. Das ist ja überaus freundlich, dass ihr mich fragt, ob ich das überhaupt machen will. Aber gut, ich möchte mal nicht so sein. Spielverderber sind ja nicht so gerne gesehen.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass unser blauer Freund hier zu unserer Linken ein Baumeister ist und einer Gilde angehört, von denen es offenbar nicht mehr viele gibt. Da scheinen die Wächter einiges angerichtet zu haben. Und wir können uns hier nach Belieben bedienen, dann schauen wir uns auf jeden Fall mal ausgiebig um. Da hinten ist offenbar noch Energie. Und hier geht es rüber zu einer anderen kleinen Insel. Das scheint uns aber nicht viel zu bringen. Haben wir hier noch was? Nein, das ist ein Stromgenerator. Nicht hängen bleiben. Die Steuerung ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber das sollte sich nicht allzu lange hinziehen. So, was haben wir hier? In dem Artefakt Tresor kannst du Artefakte lagern, wenn dein Gürtel voll ist. Alles klar. Das ist ja bisher noch nicht der Fall. Einmal rüber. Ja, wenn man erst einmal angefangen hat, den Sprung anzusetzen, dann gibt es da kein Zurück. Da sollte man aufpassen. Mit der Artefaktpresse kannst du Artefakte veredeln. Leider sind alle Kombinationen verloren gegangen. Das ist natürlich unvorteilhaft. Da haben wir einen weiteren Turm aufgesammelt, der aber nicht blau, sondern rot war. Stellt sich nicht natürlich die Frage, warum? Was ist das denn hier? Rucksack aktiviert. War der denn noch nicht aktiviert? Irgendwo war hier doch noch Energie. Bevor wir das jetzt mit dem Rucksack ausprobieren, sonst gibt es da unter Umständen. Oh, nicht runterfallen, meine Güte. Kein Weg zurück, so jetzt hier rüberspringen. Na, der Rucksack, der läuft noch so wie vorher. Oh, ein wenig länger gedrückt gehalten. Und wir können fliegen. Das ist sehr cool. Das war mir natürlich klar, dass das möglich ist. Ich meine, wenn man das Spiel einmal spielt, dann bleibt einem sowas in Erinnerung. Ich habe nur nicht in Erinnerung gehabt, dass das so früh schon möglich war. Und das ist natürlich auch ein super Gameplay-Element, was mich damals und heute immer noch total fasziniert. Man stelle sich vor, man könnte tatsächlich so rumfliegen. Meine Güte, das wäre echt abartig cool. Doch genug der Schwärmerei. Wie mir scheint, können wir hier nicht sehr viel mehr einsammeln. Ich nehme an, ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Hallo? 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 Nein, nichts. Okay. Gleich gegen Berg geflogen. Allein schon, wenn man es kann. Dann fliegen wir zu unserer Insel. Oh, nicht runterfliegen. Hä, wo willst du denn hin? Hoch soll es gehen. Und zack, da sind wir auch schon. Die Landeanimationen sind ein bisschen sehr abrupt. Und wir machen uns auf nach Anaton oder wie das hieß. Wie gut, dass wir so gut in der Navigationskunde sind. Merken unser Ziel automatisch. Und wissen sofort, wo es hingeht. So viel dazu. Komme ich hier auch wieder raus? Ja. Also dann machen wir uns auf den Weg und sehen zu, dass wir die Sache mit den Wächtern da geklärt kriegen und unseren Baumeister nicht enttäuschen. Die Piratenschlucht. Den alten Karten nach führte dieser Weg direkt in das Wächtergebiet. Der einzige Weg durch die Verteidigungslinien. Angelockt vom legendären Reichtum der Wächter, hatten viele Nomaden schon versucht, dort einzudrängen. Doch noch nie war jemand zurückgekehrt. Da steht's Geld, ein großer Fokus in dieser Sache ist.
Bewegen wir uns? Nein. Das ist gut so, denn wir können hier noch diese... Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte gerne die anderen Artefakte platzieren. Denn wir haben hier ein rotes. Aus irgendeinem Grund ist das rot. Bist du ein anderer Geschützturm? Du siehst auf jeden Fall anders aus, kann das sein? Nein, du bist der gleiche Typ. Benutzen. Okay. Checken wir dich kurz mal aus. Na! Okay. Das war jetzt natürlich dämlich, aber das habe ich auch nicht besser gewusst. Ich dachte, dass der Rucksack noch aufgeladen wäre. Aber offenbar... Na. Müssen wir ihn immer wieder aufs Neue aktivieren. Gut. Das hätte man natürlich vorher wissen müssen. Also nochmal von vorne, dich hier an der Front platziert. Vielleicht hier links, das wäre ja wohl ganz geschickt. Und was bist du? Ein Kraftwerk. Das ist natürlich die Frage, wofür man dich braucht. Zur Energiegewinnung vielleicht. Dann stellen wir dich mal hier in die Mitte hin. Können wir mit dir noch irgendwas anfangen? Aussehen tust du auf jeden Fall sehr interessant. Nein, mit dir können wir nichts weiter anfangen. Wir können die Gebäude natürlich auch abreißen. Und vermutlich gilt es nun, Morgan-like die Zeppeline hier abzuschießen. Genau. Das bereiten wir natürlich ein wenig vor, damit wir dann nicht schon zu Anfang in große Probleme geraten. Sehr schön, ist da noch einer? Nein. Und die sind außer Reichweite. Okay. Nun, und dann würde ich sagen, machen wir auch schon unseren ersten Cut. Ich hoffe, dass ihr einen interessanten ersten Eindruck von dem Spiel gewinnen konntet und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Das Spiel hat noch einiges zu bieten, soweit ich das in Erinnerung habe. Bei Weitem werde ich mich wahrscheinlich auch nicht an alles erinnern. Aber naja, ein älteres Spiel, wie schon gesagt, nichtsdestotrotz aber immer noch ein interessantes Gameplay. Wir lassen uns überraschen und ich sage bis auf dann.